Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch. Download Map from Workshop? Na gut. Wenn es das meint. Vielleicht wurde eine alte Karte. Oh, es ist das 2, sehe ich jetzt schon. Workshop-Karte. Anscheinend wurde das 2 verändert. Durch einen Patch und das Overwatch war noch auf. Der Report geschah anscheinend noch auf einer alten Version der Karte. Ich weiß nicht, was geändert wurde. Gut, müssen wir die Patch Notes mal anschauen. Interessant. Schon mal gut zu wissen, dass wir das 2 spielen. 9. Runde, 5 zu 3 für die Counter-Terrorismus. Das ist Aspekt des Terrorismus. Wunderschöne Stats von 6-7. Ist demnach erster sogar im Team. Und sie haben gerade eine Echo. Nee, doch nicht. Hä? Das Aspekt hat eine Echo. Na gut, tut mir leid, dass die letzten Tage, glaube ich, kein. Doch, es war. Doch, passt schon. Die letzten Tage kein Overwatch kam. Hatte nicht so wirklich Zeit. Jetzt blocken die sich hier gegenseitig. Hallo. Ich muss hier arbeiten. Dafür habe ich hier eine freudige Ankündigung zu machen. Ich habe jetzt eine bessere Internetleitung und stell gerade so, ich. Alles gerade um auf 1080p aufnehmen zu können, weil das war, weil ich immer zu ewig gebraucht habe, um hochzuladen, habe ich nur 720p angeboten. Jetzt das Ganze auch mit 1080p und das, was das Schöne daran ist, ich kann jetzt auch richtig streamen. Früher habe ich ja so pseudo gestreamt, sage ich jetzt mal, mit ziemlich schlechter Qualität und das ist jetzt auch vorbei. Hat er gerade sein Crosshair vorher geplaced, bevor er überhaupt dort war? Kann gut sein. Es würde noch heißen, dass ich zum Beispiel auch CSGO streamen könnte, vielleicht sogar werde. Ja. Ist zumindest jetzt möglich. Das ist recht knapp geworden langsam. Mit seiner Zeit 15 Sekunden, aber trotzdem. Muss ja nicht mehr ausreizen. Kann ein langes Overwatch werden, wenn jede Runde so geht. One-on-one, man hört ihn so ein bisschen rumhüpfen vor der Tür. Steps muss man eigentlich gehört haben, den Schuss hat man auf jeden Fall gehört. Dass er hier rumsteppt, jeden. Ja. Mei. Das hat man alles gehört. Mich irritiert bloß, dass auf kurz, hat erst auf kurz geaimt, hat dann runtergezogen, als der CT gerade rausgekommen ist. Könnte ja auch Zufall gewesen sein, aber. Na, man weiß ja nicht. Sehen wir dann. Warum spielte die SSG? Hat gerade eine AWP mitgenommen gehabt. Gut, die hatte wahrscheinlich Alpha gegeben. Da sind die Premates, ich weiß es nicht. Den konnte man, glaube ich, gar nicht sehen. Okay, den Server hat man jetzt gehört, dass er hinten wieder raus ist. Aber ich meine nicht, dass er ihn hätte sehen können. Okay, jetzt steppt er gerade weg, das hat man auf jeden Fall gehört. Er traut sich auch wieder raus. Gut, man hat doch wegsteppen gehört, deswegen. Wohin, das kann man hier natürlich jetzt nicht sagen. Könnte jetzt auch im Pit hocken. Wahrscheinlich hier unwahrscheinlich, hätte ich gesagt. Der Bunny hat da ein bisschen. Seine Mates werden gerade auf B geholt. Er ist der letzte One on Three. Mal schauen, ob er was machen kann. Wer kommt zuerst? Wird ihn einer hunten? Er weiß, dass mindestens 2 auf B sein müssen, zumindest Mates sind auf B gestorben. Ein Dritter hat sich inzwischen auch auf B eingefunden. Eigentlich unmögliche Situation, das zu gewinnen. Eigentlich. So werden sich die CDs jetzt nicht vollkommen deppert anstellen. So, jetzt bin ich gespannt. Da liegt eine AWP, die würde ich gleich nehmen, nehme ich mal an. Natürlich kommt der raus. Ah, Leute. Und jetzt wird gepusht. Und Nummer 1 stirbt. Und noch. Achso, nee, der ist hinter der Wand. Sah gerade perspektivisch falsch aus. Und die zwei. Ah, doch nicht. Er wird safen. Ja, 6 Sekunden, was soll er machen? Du müsst jetzt beides direkt killen, reingehen. Raidcheck an und direkt mit den Kopf.
Aber ist nicht. Spielt jetzt selber die AWP. Vorne hat er Alpha gegeben. Der spielt jetzt eine SG. Und dann gibt. Nein, er nicht. So, Alpha macht dafür den ersten Kill. Entry Frag. Gehen jetzt alle A lang. Wird angesagt wahrscheinlich auch. Ja, die rotaten schon die CTs. Einer bleibt noch viel zur Sicherheit. Wow, das war knapp, dass sie noch gekriegt hat. Könnte auch wegen der Demo ein bisschen knapp ausgesehen haben. Ist full blind einfach nur. Er will eigentlich die Bombe abgeben, habe ich das Gefühl. Den hat er jetzt gesehen, wollte gerade sagen. Schießt er auch mal. Gut, 3 gegen 2. Die T's sollten eigentlich mal pushen. Die Smoke für CT ist auch inzwischen schon lange weg. Lilly macht den von CT. Letztes und Spots, der müsste eigentlich noch bekannt sein. Lilly macht ihn auch. Weil vorher waren zwei und Spots. Das müsste, hätte eigentlich das Suspect ansagen können. Beziehungsweise einer und Spot, der andere ist gerade hochgehüpft. Der hochgehüpft ist, den hat er gerade geholt. Was machen die da jetzt? Zu dritt, Mitte? Ach, die wollen Mitte Push machen, weil die ein Echo haben. Ah, jetzt verstehe ich. Gut, deiner ist noch Cutters. Okay. Die Nate hätte man sagen können, das ist vielleicht Wallhack gewesen, dass er gewusst hat, dass der jetzt Cutters hochkommt. Hätte man vielleicht auch hören können, bin ich mir gerade nicht sicher, aber wie er sich dann mit der A-Weg hingestellt hat, spricht eher gegen einen Wallhack. Hm. Ach, der hat Ostrich getroffen gehabt, hab ich gar nicht aufgepasst. Wow, nice. Oh cool, die Set kenne ich gar nicht. Das Grün ist interessant. Ich nehme an, das ist eine eigene Set. Dong, von hinten. Nö, ich glaube, da sehen wir nichts mehr. Hat er? Nein, hat er nicht. Hat er? Nein, hat er auch nicht. Schon wieder ein Echo, die haben doch gerade eben erst eine gehabt. Warum haben die nicht? Ja, die haben die verloren. Hä? Haben die echt zu wenig? Warte. Gut, der einfach. Oh, einer hatte zu wenig Geld, okay. Gut, es sollte eigentlich angesagt worden sein, dass, ja klar, alle Terror sind tot, dass Cutters Party ist. Warum springt er da jetzt nochmal durch? Versucht er jetzt echt zu facen? Nein, er wartet aber auf kurz. Hm. Wieso? Da frage ich mich jetzt aber doch, wieso kommt er auf die Idee, dass er genau da steht? Bombe war Cutters down. Ich als CT, also er ist ja zurückgesprungen in Richtung B. Ich als CT wäre eigentlich auf B draufgegangen, vielleicht sogar Cutters rein und hätte dort gewartet. Nein, er ist der Meinung, dass der jetzt da an der Tür steht. Das ist schon arg seltsam, möchte ich fast meinen. Komisch. So ist es dann wieder seltsam. Würde die Bombe auch mal dann auf B kommen? Wow. Jetzt kommt die Bombe Richtung B. Auf kurz ist gleich Action. Gut. So geht's auch. Halbzeit. 15:9. Eigentlich keine richtig krassen Stats. Das, ja, so gesehen, wenn man von Sets her ausgeht, würde ich eher nicht auf den Cheater tippen. Okay, der eine Hit war nice. Der da 76 Schaden gemacht hat, Demo-Bug.
Ja. Wow. Haben die Cities das jetzt echt noch geholt? Wie schlecht. Was haben wir denn da? Ach, das auf jeden Fall schon mal nicht. Das kann man gleich direkt ausschließen. Aim sah auch ganz normal aus eigentlich. Hat man es nicht so erkannt. Und Vision. Es gab zwar paar, deine Door fand ich schon sehr seltsam. Das ist die einzige Szene, wo ich halt wirklich extrem seltsam fand. Ich bin mir nicht sicher, hätte man ihn sehen können? Ich glaube nicht. Das ist die einzige Szene, die ich hart seltsam fand. Die eine mit Kurz, wo er von Kurz erst geschaut und dann runtergezogen ist, gerade als der CT rauskam, Mitte, könnte auch Zufall gewesen sein. So nach dem Motto, Kurz ist nix. Place ich mein Crosshair wieder runter. Vor allem, der CT ist ja nicht geschlichen. Sprich, man hätte auch vielleicht Steps hören können. Da habe ich nicht genau drauf geachtet. Deswegen, es ist nicht genug, um ihm den Vision zu drücken. Deswegen den hier. Wie gesagt, die eine Aktion in der Mitte war etwas seltsam. Das One-on-One. Aber das reicht mir auf jeden Fall nicht, um hier sagen zu können, dass er Warlock anhat. Deswegen gebe ich das so ab. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal.